Willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Runde South Sea Old Republic. Wir befinden uns im Endspurt zum Doppel-EP-Event. Das heißt natürlich für uns, wir müssen nochmal richtig durchziehen. Ordentlich was da reinschmeißen. Und schauen, dass wir davon noch so viel wie möglich mitnehmen. Wir haben ja noch ein bisschen. Abregelung gestartet. Deswegen ist heute auch erstmal Strahius dran und nicht wieder Giftshot, weil wir sollen ja auch möglichst viel davon mitnehmen. Das heißt, dass auch mal andere Chars ran dürfen. So gefällt mir das. Sehr schön, das ist so ein schöner Start. Jemand entkommt der Macht von Darth Strahius. Ich überlege, ihm das schwarze Lichtschwert zu geben. Wie findet ihr das? So komplett schwarz, dann noch das schwarze Lichtschwert. Ich will eure Meinung dazu hören. Weil dieses Blutrote hier ist natürlich auch schon geil. Gerade auch so, weil halt wegen viel Bluten und alles. Aber vielleicht wäre halt so ein schwarz-rotes oder so auch nicht schlecht. Naja, darum machen wir uns später Gedanken. Jetzt brauchen wir erstmal EP. Ich hab nix. Fado? Dark Suta? Nein? Niemand? Gut. War das nicht auch der Skillbaum, wo Fällen oder wie man das jetzt auch ausspricht, verstärkt wird? Naja, wir schauen mal. Seid ihr alle ready? Dann darf Papa ran. Und der hat Aggro. Ich dachte, ich hätte. Wollte ich gerade noch mal draufhauen. Warum hat er das nicht gemacht? Naja, egal. Schön, das geht fix. Ist das ein echter Heal oder ist das nur so ein Fake Heal als Heal gelistet? Ach ja, stimmt, wir haben den Schleicher. Ich vergesse das immer wieder in meinem Blutrausch. Das macht aber auch einfach zu viel Spaß, so Sachen umzuboxen. Muss man auch einfach mal loswerden. Sehr schön. Hallöchen. Was haben wir denn hier alles? Ich
ist keiner auf mich gegangen und ich habe Reflekt verwendet. Gemeinheit. Haben wir einen Hacker? Jetzt dürft ihr. Nein? Na gut. Dann mache ich. Bringen wir direkt ins nächste rein. Und jetzt fällt ihm doch auf, dass er Hacken hat. Okay. Okay. Besser spät als nie. Sehr gut, da kommen sie. Sehr schön. Ich habe die Macht, Aufzüge nach oben zu fahren. Ich brauche eine zweite Kamera, dass man auch mal so sieht, wie ich gerade so herrlich diese Handbewegungen nach oben gemacht habe. Einfach schon deswegen. Ich schnapp mir den Knochenflicker. Der gehört mir, der Arzt. Und jetzt verblute langsam und qualvoll. Heute echt schön schnell. Das gefällt mir auf jeden Fall. Also so darf es gerne häufiger aussehen. Und dann kriege ich schön noch ein paar Chars auf 80. Ich hoffe ja, gerade Gift schon schnell einsatzbereit zu haben. Da freue ich mich. Aber auch über den hier, Strajus, der darf auch mal wieder hoch. Ist halt eine Nummer komplizierter als die anderen Klassen. Aber dafür auch richtig stark wieder, habe ich gesehen. Also so im Parser gibt es ja so diese Seite für Pass-Vergleich. Der hat den ein oder anderen Vergleich echt deutlich gewonnen, ne? Der ist stark. Was ich halt auch gesehen habe, ist, dass der Vernichtungsmaro wohl wieder die Königsklasse ist. Werden Retro-Erinnerungen machen. Effekte verstärken, Macht sammeln und rein da. Sehr schön zertrümmert, sehr schön zertrümmert. Ich würde lachen, wenn er jetzt runterspringt. Sie. Ist bestimmt auch sehr cool, den im PvP zu spielen. Weil Dota ja auch immer so ein bisschen noch eigenen Vorteil haben. Klar, Burst ist Hammer, aber so Dot ist halt extrem schwierig abzuwehren und zu verteidigen. Nahezu unmöglich.
Was spielt ihr so im PvP? Dota oder Burst? Aber immer noch voller Furcht vor dem. So, Papa geht rein. Mach Platz, Papa geht rein. Macht Reflekt habe ich gerade nicht. Deswegen geht das leider gerade nicht. Quäle ihn und töte ihn. Sehr gut. Macht Schrei. Und sehr schön, dann haben wir das auch wieder geschafft. Kriegen wir die 77? Wir kriegen die 77. Sehr schön. Das macht doch Spaß, das hat sich gelohnt. Sehr gut. Wir werden das noch ein bisschen auskosten, das Doppel-EP-Event, und dann schauen wir danach mal, wie es weitergeht. Da werden wir auf jeden Fall einige Veränderungen noch im Kader erleben. Aber für heute war es das erstmal. Ich sage danke fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.